Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Im letzten Part haben wir schon mal einen Teil von der Zerstäubungsflüssigkeit hergestellt. Und jetzt müssen wir hier erstmal wieder durch. Und das Problem ist, dass die Veganer... Geh weg! Dass die Veganer wieder am Leben sind. Das ist das Problem, das wir haben. So. Ich habe zum Glück genügend Säuregranaten, aber das Problem ist, irgendwann sind es halt nicht mehr genügend. Erstmal eine schöne Karte. Nochmal Schießpulver groß. Das ist sehr, sehr gut. Wie viel Platz hat... nur noch 2 Stellplätze. Das ist wenig. Ich will aber jetzt auch nicht hoch, weil oben sind halt wieder die Veganer. So, erstmal hier rein. Da kann ich ja nicht rein, da fehlt der Strom. Oh mein Gott, ich habe nicht mal mehr TMP-Muni. Oh, Brandgranaten, das ist schön. Das ist schön. Hey. Geh kaputt. Scheint kaputt zu sein. Auf die Knie. Geh kaputt. Ich will mal das andere Messer ausrüsten. Der lebt noch. Als ob der noch lebt. Elendes Arschloch. So. So, und wieder weitermachen mit dem Messer. Es spart mir halt wirklich viel Munition. So, lebst du noch? Nein. Lebst du? Nein. Das hilft jetzt alles sehr. So, ich weiß, dass hier Licker kommen. Also ich nehme es mal an, weil bei Leon kamen welche und ich nehme jetzt einfach mal sehr stark an, dass bei ihr auch welche kommen. Wobei die Licker jetzt, glaube ich, nicht das Problem sein sollten. Es brauche hier URF. URF. Einmal so rüber und so. Okay. Oh, ich darf noch hier rein. Sehr schön. Das Spiel erlaubt mir, hier reinzugehen. Hochwertiges Schießpulver weiß. Das ist sehr gut. So, wunderbar. Warte mal. Schießpulver groß, hochwertiges Schießpulver weiß. Genau, warte mal. Ach, warte mal, das ist hochwertiges. Das haben wir gleich. Warte mal, da machen wir mal einen Zwischenspeicher. Weil, was passiert, wenn ich hochwertiges mit hochwertigem kombiniere? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wie viel Muni kriege ich dann raus?
Sechs Stück. Spiel laden. Sechs Stück, wenn ich hochwertig mit hochwertig kombiniere. Was ist, wenn ich hochwertig mit normal kombiniere? Wie viel kriege ich dann raus? Müssen wir natürlich erstmal wieder warten, bis das Spiel geladen hat. Wunderbar. So. Kombinieren. Du bist doch normales, oder? Ja, du bist auch groß. So. Drei. Okay. Dann wissen wir definitiv, was wir tun. Wir müssen nämlich wieder laden. Ja, Entschuldigung, das musste ich jetzt nachschauen. Ob es sich denn wohl lohnt, dass ich hochwertig mit hochwertig kombiniere. Weil wir wollen jetzt hier kein Schießpulver oder so verschwenden. Ich meine, wir haben sowieso schon wenig Munition. Wir haben sowieso schon wenig Munition. Kombinieren einmal hiermit. Warum kriege ich da jetzt nur 5? Ach, weil ich ja mit dem zusammen dann 6 habe, ja. Wunderbarigst. Dann kann ich das hochwertige Schießpulver hier gleich mal. Also das große meine ich jetzt halt ablegen. Einmal dich darüber. Dich kann ich ablegen. Dich brauche ich nicht mehr. Ich kann dich ablegen, weil ich habe gerade eh nicht die Muni für dich. Könnte dann aber die SL60 mal mitnehmen. Und Hochleistungsmunition. So, wobei ich das jetzt nicht wirklich brauche, weil wir haben gerade wirklich viel Muni für den Granatwerfer, würde ich mal sagen. So, okay. Dann machen wir jetzt weiter, wenn wir hier noch das finden, was hier liegt. Nämlich ein Kampfmesser, das ist doch sehr schön. Dachte, ich habe einen Zombie gehört. So, warte mal, jetzt kommen ja. Gut, ich habe Heilkraut dabei. Ich weiß, dass hier jetzt hat Licker kommen. So. Wunderbar. Als ob der noch lebt. Kann mir mal einer sagen, wie die gerade eine Säuregranate überlebt? Oh mein Gott, die werden stärker, die Mistviecher. Die Mistviecher werden halt auch noch stärker und tanken mehr. Igittigittigitt. So, ich will jetzt erstmal schauen, ob ich hier irgendwo was finde. Ja, die Trophäe, die ich jetzt nicht mehr brauche. Hier liegt noch mehr. So. Einmal so. So. Stirb! Stirb! Sehr schön. Das war zwar jetzt nicht mehr notwendig, aber ist okay. So, sind es dieselben? Das sind dieselben E-Mails, oder? Nein, das sind nicht dieselben.
Absender Rick Mendoza. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich hab das Geheimnis. Doch, das ist dieselbe. Okay, das sind dieselben E-Mails. Das sind dieselben E-Mails, okay. Habe ich hier alles? Könnte sein. Hier drin fehlt halt noch was. Verdammt. Hätte meinen Parker einpacken sollen. Ja, das stimmt. Du bleibst liegen. Was haben wir hier? Schießpulver ist normale. Und mehr anscheinend auch wieder nicht. Dann würde ich mal sagen, rein damit! Wunderbar! Wir kommen sehr gut voran. Das gefällt mir. Stell dich jetzt mal vor, wenn jetzt Bosse kommen. Wir sind mit richtig guter Muni bewaffnet. Das ist geil. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich habe gerade sehr viel Muni. Aber halt nur sehr viel starke Muni. Die ich halt wirklich nur bei Bossen benutzen will. Also nicht bei normalen Zombies. Das ist halt auch das Problem. Ich will sie nicht bei Zombies oder so benutzen. Bei Lickern, okay, da sah ich nichts. Da will ich sie auch noch benutzen. Aber sonst... untersuchen. Das ist interessant, schaut mal, die hat jetzt schon das Häkchen bekommen, obwohl ich sie noch nicht mal untersucht hatte, weil ich eben das hier geknackt habe. Ist cool. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt aber eigentlich alles. Ich will mal ganz kurz noch hier meine, das alles nochmal checken. Hier, dich kann ich ablegen. Dich lege ich ab, dafür nehme ich hier ein gescheites wieder mit. Hier will ich mal, halt so und zack, die gescheite Muni laden. Damit ich die normale Pistolenmuni ablegen kann. So, dann kann ich dich so und dich so. Alter, voll geil, schau dir die Scheiße an. So, dann will ich halt einmal so und die Munition wechseln. Dann legen wir dich ab. Die Kräuter nehme ich dafür mit. So. Will ich das Elektroschockgewehr jetzt schon wieder mitnehmen? Könnte ich eigentlich machen. Ich könnte jetzt eigentlich wirklich mal alles mitnehmen und mich halt wirklich zuballern, weißt? Also, dass halt die ganzen Typis, die jetzt kommen, wirklich keine Chance haben. Ich meine, das ist Sinn und Zweck meiner Sache. Brauche ich den Signalmodulator noch? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Er hat auf jeden Fall nicht das Häkchen dran. Also nehme ich jetzt einfach mal an, dass ich ihn noch brauchen werde. So, jetzt wollen wir da erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen, weil hier schaut's fürchterlich aus. Hier schaut's wirklich gerade fürchterlich aus. So, zwei Plätze noch frei. Das ist sehr, sehr wenig, aber... ich denke mal, das sollte so irgendwie verkraftbar sein. Was mir halt nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich keine Muni für... warte mal. Es gab doch... es gab doch hier diesen Treppengang. Genau da vorne. Will ich da rein? Nee, will ich nicht. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Ich habe jetzt einfach mal beschlossen, nee, ich will da nicht rein.
So, jetzt erstmal da hoch. Das Problem ist, hier oben warten jetzt wahrscheinlich. Geh weg! So. Ich will den anderen noch erledigen. So. Und dich auch. Ich will die weghaben, weißt? Weil die würden mich jetzt nur nerven, wenn Blackie kommt. Jetzt sind sie tot. Die würden mich jetzt nur nerven, wenn Blackie kommt. Dann einmal hier die Verteilerkartusche einsetzen. Also ich nehme mal wenigstens an, dass er jetzt kommt, weil er ist bei Leon auch gekommen. Kommt bei dir jetzt auch eine Durchsage? Warnung. Ja. Okay, die Durchsage darf kommen, da habe ich kein Problem mit. Und dann muss ich mich jetzt aber beeilen. Eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in ja, ist alles klar. So. Gib her. Chip. Ich nehme einfach mal an, dass Blackie jetzt gleich bei ihr kommt. Kein Blackie. Bei ihr kommt kein Blackie. Ah! Wo kommst du her? Ah! Fuck, stimmt, die leben ja logischerweise auch noch. Fuck, die leben ja logischerweise auch noch. Ah! Okay. Aber bei ihr kommt kein Blackie. Es ist eigentlich fast nur logisch, weil Blackie hat er Leon verfolgt. Eigentlich nur logisch, dass er dann nicht bei ihr kommt. Das ist cool, dass die das mitbedacht haben. Finde ich sehr gut, dass die das mitbedacht haben. Das ist wohl wahr. Wir müssen sehr schnell das Antivirus finden. Ich habe nämlich Angst um die Kleine. Überall nachladen. Was ist das? Digital. Ach ja, genau. Die Kassette. Die Granate nehme ich auch sehr gerne mit. Liegt hier noch irgendwo was? Da ist eine Kiste. Ach ja, genau. Dich gibt's ja noch. Was brauche ich denn da? ABS. ABS. Das sieht sehr stark danach aus, als ob ich das Spiel heute durchspielen würde. Zack. Sehr schön. Sehr gut. Und schon haben wir Strom. Brauche ich dich noch? Nein, ich brauche dich nicht mehr. Dann hau weg die Scheiße. Hier liegt noch was. Ah, Kraut wieder. Aber das ist blaues Kraut. Was will ich mit blauem Kraut? Ich weiß, das ist komisch, wenn man das bei Resident Evil sagt, aber gib mir fucking rotes Kraut. Okay, blaue Kraut kann abgelegt werden. Reichen mir 4 Plätze. 5 Plätze wohlgemerkt, weil ich kann ja hier gleich die Videokassette einlegen. Das schauen wir uns noch an. Wir kennen das Video, aber wir schauen es uns trotzdem an. G-Virus gesichtet. Ich gehe rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit.
Ramsey, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Rutger! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Okay. So, dann kann das auch weggeworfen werden. Dann können wir hier wieder für ein bisschen Ordnung sorgen. So, dann kann man das noch dahin und das so und so. Wunderbarigst. Ja, und dann haben wir auf einmal 5 Plätze frei. Das ist doch sehr, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an Ort und Stelle wieder. Das Spiel sollte jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange gehen, wenn man sich das mal so anschaut und vergleicht mit dem ersten Lauf. Hier in der Cafeteria hat sich was liegen lassen. Ich weiß echt nicht was. Keine Ahnung. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal an Ort und Stelle wieder. Und wir sind auf jeden Fall, egal was uns das Spiel entgegenklatscht, wir sollten eigentlich relativ gut gewappnet sein. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Resident Evil 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.